Wir gehen auf einen Flugplatz und da laufen nur Millionäre rum. Du kannst den Shampoos alleine austrinken. Wir fahren los, du fährst mit der Bahn. Was, der Bahn? Boah, wollt ihr mich verarschen? Kannst du mir mal erzählen, was du da abziehst? Was soll denn das? Bitte sag mir, dass das da dein Handy ist. Wieso habe ich denn jetzt einen Ständer? Was ist denn los mit dir? Ich habe schon kleinere und hässlichere gesehen, der ist ganz okay. Natürlich ist der ganz okay. Das einzige Problem ist, dass er nicht mehr runtergeht und zwar seit Stunden. Der Typ gibt keine Ruhe mehr, ey. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja, 1500. Na, hast du dir das genug gehört? Du Schnabel, was willst du eigentlich, Müllkuh? Du hast das Geld. Boah, du bist ein Traum von einer Frau. Nee, hier ist nicht mehr zu helfen. Du bist einfach dumm in der Birne. Ja, weißt du? Du bist einfach nur nein. Alex, ich hab dir Kühlpads geholt. Ist das jetzt Deko-Spitze oder ist das die Spitze für mich? Das ist die Spitze. Ey, Leute, leck mich doch. Hey, kannst du hier abpacken? Nee, aber kannst du mich hier reiten? Ups, ein bisschen viel, ne? Mhm, sicher. Was geht bei dir ab? Geil, geil, geil! Was? Ich hab 500 Euro auf meinem Konto! Das ist doch von dem Erotik-Shooting. Das ist schon voll lange her, da habe ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Ich wollte nur wissen, wie viel Kohle ich noch drauf habe wegen dem Flug und dann sowas, ey, geil. Ja, nicht schlecht, du. Ja, jemand Bock auf Shopping, würde ich sagen. Also los ist schon, aber wir drei müssen unbedingt ins Fitnessstudio. Oh, schade. Das Training muss heute da sein. Ja, Mausi, ich komme gern mit. Echt? Ja, klar. Ja, geil. Cool. Aber solltest du nicht eigentlich auf dein Geld achten? Also, hör mal auf, ey. Man lebt doch nur einmal, hallo? Und außerdem, also wir können Spaß haben und trotzdem in die Zukunft investieren. Okay. Ja. Ich weiß, wie man mit der Kohle an reiche Männer rankommt. Wie stellst du dir das dann vor? Also, pass auf. Das mache ich zu Hause manchmal, ja? Wir gehen auf einen Flugplatz und da laufen nur Millionäre rum. Und also ich erzähle dann zum Beispiel mal, ich bin Topmodel, ja? Also ich meine, es ist ja nicht ganz gelogen. Ich bin ja schließlich Erotikmodel. Okay. Ja, und so angeln wir uns dann einen Millionär. Ja, darf ich mir denn wenigstens was anziehen? Ja, das darfst du, aber schön sexy, ne? Okay. Wie darf ich was anziehen? Ja, was ist mit mir? Sorry. Los, du bist am Jammern, oder was? Hör doch auf, ich habe überall Muskelkrater, weißt du, wie weh das tut. Oh, einmal hart trainiert und schon am Jammern. Unser kleiner Alex. Ich habe auch gestern trainiert und heute nochmal so eine doppelte Trainingseinheit, ist halt echt nicht einfach für mich. Oh. Ich stell dich mal nicht so an, du. Ich glaube, ich habe keinen Muskelkater, sondern echt eine Zerrung. Das tut so weh. Ja? Ja, hier? Aua! Auf, Mädels. Aber jetzt mal ohne Mist, wir haben halt echt eine Nummer zu hart hingelegt. Wir haben echt übertrieben. Ich gebe gar nichts. Ist viel zu hart. Stimmt. Hey. Hi. 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 Oh, was? Willst du dich setzen? Ja, klar. Danke. Hey. Also, eigentlich wollte ich mich da gerade hinsetzen. Chill doch mal. Sorry. Wilma. Sag mal, Alex, warst du vorhin noch so verspannt? Soll ich dich noch ein bisschen massieren oder so? Quatsch, was für Verspannung, sowas kenne ich gar nicht. Hängst du noch ein bisschen durch? Das ist aber schade. Ich suche nämlich einen Trainingspartner, der ein bisschen mehr Stehvermögen hat. Mein Platz, mein Mitbewohner, meine Fresse. Was will die denn hier?
Ich kann wo und wann und wie ich will. Also das ist keine Frage der Übung. Ja, alles klar. Du, weißt du was? Dann lass uns doch mal schauen, ob da die Klappe größer ist als der Bizeps. Du willst trainieren? Aber sofort. So ohne Scheiß? Los geht's. Natürlich. Der kriegt nichts mehr hin, so fertig ist der, ey. Der wird so abkacken. Das wird Blamage pur für den. Der tut mir jetzt schon leid. Ich würde ihn richtig rannehmen. Hi. Hi. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Und selber? Ja, es geht so. Du, ich glaube, ich muss unsere Trainingseinheit für die Woche absagen. Ich habe eine totale Zerrung. Es tut so weh. Aber ich glaube, ich hätte da eventuell was, was dir helfen könnte gegen die Schmerzen. Echt? Und was? Also das fördert die Durchblutung und ist halt für den Muskelaufbau da. Ja, das klingt doch gut. Das ist doch geil. Ja. Wenn das alles so hilft, das wäre ja super. Leute, habe ich da gerade irgendwas von Doping gehört? Bei einer Tablette pro Tag, das ist ganz harmlos. Das ist, wie gesagt, für den Muskelaufbau. Und das hindert die Schmerzen. Ey, ganz ehrlich, sorry, ich unterbreche dich mal. Nicht mit mir, also auch nicht hier. An deiner Stelle würde ich jetzt mal ganz schnell die Biege machen, sonst kriegst du Stress mit mir. Ja, wie gesagt, mehr als anbieten kann ich nicht. Ja, verzieh dich mit dem Zeug, okay? Was ist das denn bitte? Ja, hallo? Ja, nicht nur einmal nehmen. Schon in Ordnung. Nee, nichts ist in Ordnung. Hör auf mit dem Scheiß. Wow. Guck mal. Hammer, oder? Ey, das war eine Hammer-Idee, oder? Vielleicht finden wir jemanden. Mal schauen. Wer dieses Hobby hat, ne? Der schau mal, da sind schon die ersten Wochen ja, Schmerzen. Der hat richtig Kohle. Gott. Ja, schau dich mal um, ne? Gucken schon alle so. Die Damen, herzlich willkommen am Flugplatz Schleißheim. Darf ich was trinken, trinken? Ein Wasser hätte ich gern. Wasser? Ja, was Wasser? Nicht Wasser. Doch. Nee, wir hätten gern Shampoos. Shampoos? Ja. Sehr gern. Okay. Wenn schon, hm? Ja, die drinnen gucken schon. Schauen alle richtig gut aus hier. Auf jeden Fall sehen sie noch Kohle aus. Oh, guck mal, da kommt auch noch einer. Pass auf. Hoppala. Ist Ihnen was runtergefallen? Oh, dankeschön. Bitteschön. Entschuldigung, Sie sind doch bestimmt Pilot, oder? Ich bin Pilot hier, ja. Ich interessiere mich dafür sehr. Hätten Sie nicht Lust, mit mir eine Runde zu fliegen? Ja. Ja? Ja, überredet. Ja, dann ich komme Spaß, ne? Schatz, okay? Männer gibt es hier ja schon eine Menge, aber entweder sind sie zu alt oder sie haben ihre Frau dabei, die eh immer nur giftig rüberguckt. Aber schauen wir mal, was noch so kommt. So, ach, wunderbar. Anja. Darf ich in die Flasche aufmachen? Ja, gerne. Und ich hätte dann auch gerne die Rechnung direkt, ne? Kommen Sie. Super. Eins reicht erstmal. Lang, lang. Dankeschön. Dann lassen Sie sich schmecken. Ja, danke schön. Und die Rechnung ist für Sie. Mhm. Angenehm aufgefallen. Ja, vielen Dank. Was ist das denn? Alter, ey. 460 Euro? Das darf doch nicht wahr sein. Scheiße, Mann. Schau mal, hier ist das, wo man die Geschwindigkeit misst. Ah, oh, cool. Hier ist der Motor drin, die Propeller, wenn man dann immer guckt, ob der noch in Ordnung ist. Okay. Ja, da ist der Motor. Schöner Sechszylinder. Ein wundervolles Ding, du wirst Spaß haben. Bin ich hier mal gespannt. Jetzt setz dich da mal einfach mal zwanglos rein. Okay. Und ich schnall dich dann an. Dann machen wir den Sitz ein bisschen vor hier. Lässt sich so machen? Geht ja. Schau mal, wir machen das hier so. Upsa. Jetzt. Das passt so, oder? Cool, danke. Cool. Perfekt, danke. Sitzt gut? Ja. Ja?
Mensch, wo kommen Sie denn auf einmal her? Ich war da hinten gerade ein paar Flugzeuge am Anschauen. Ach so. Darf ich mich vorstellen? Ja. Pekka. Hallo, ja, ich bin Jule. Hi, grüß dich. Und ja, was machst du hier? Bist du Pilot oder? Nein, ich bin kein Pilot. Ich bin gerade mit einem Privatjet gelandet. Ich habe morgen einen wichtigen Termin hier in München. Mit einem Privatjet ja. Zu einem Termin? Mensch, das ist ja interessant, würde ich sagen. Ne? Ja, ich bin, wir haben ein neues Fußballtalent entdeckt und ich bin Spielerberater. Ach was? Und bin extra zu diesem Termin angereist, aber das ging alles mächtig in die Hose. Ich habe gerade meine Aktentasche mit allen Verträgen und Unterlagen und so weiter, alles im Flugzeug vergessen. Ach nee. Ein Riesendrama und jetzt stehe ich natürlich ein bisschen doof da. Das tut mir natürlich leid, das ist ärgerlich. Ja. Vor allem, da geht es um eine ganze Stange Geld, wenn wir das Ding morgen irgendwie zum Laufen kriegen und wenn wir den Vertrag unterschrieben kriegen, wer für meinen Manager und mich wäre. Ja, wäre ein schönes Geld. Deswegen. Mensch, ja, aber interessanter Beruf, ne? Also, ja, macht Spaß. Man lernt einen Haufen neue Leute kennen. Was machst du hier so? Ja, ich bin öfter mal hier einen kleinen Shampoos trinken, ne? Ja. Ist ja schön hier. Hallo! Das war so cool, ich schwör's euch. Hat so Spaß gemacht, ihr müsst es unbedingt auch mal machen. Na, das ging ja schnell. Oh, der Hammer. Hi, wer bist du eigentlich? Hi, ich bin der Pekka. Okay, Marina, ich wollte auch nicht lange stören. Wie gesagt, ich brauche nur was zu trinken. Mach doch mal ein Foto von uns, ja? Mhm. Okay. Super, danke. Bitte. So, du kannst den Shampoos alleine austrinken. Wir fahren los, du fährst mit der Bahn. Was? Der Bahn? Hallo, wie mit der Bahn? Ich gönne Julia, ja, dass sie endlich einen Typen abgegriffen hat. Aber trotzdem hätte sie mich nicht einfach so stehen lassen müssen. Das werde ich ihr heimzahlen. Na, Süße? Hi. Was ist denn los? Ich wollte noch kurz auf den Schichtplan gucken, weil wie ich eingetragen bin und so, und ich wollte dich nicht warten lassen, deswegen wollte ich da schnell hin, weißt du? Ja, okay, aber was mit deiner Schulter? Ich denke, du hast eine Zerrung. Ah ja, die tut auch noch voll weh, aber ich muss unbedingt schauen, wie ich eingeteilt bin und alles, weißt du? Und am besten ist, wir treffen uns unten am Haupteingang, das wäre das Beste, was sagst du? Ja klar, also ich hab's nicht eilig, also... Okay, ja gut, dann treffen wir uns am besten unten, ja? Ja klar. Bis gleich. Also bis gleich. Was hat sie denn jetzt auf einmal? Paule? Paule? Oh, Paule, warte mal. Oh, da bist du hier. Ja? Du, ich brauch unbedingt doch die Pillen von dir. Ich habe solche Schmerzen in der Schulter. Ich habe irgendwie eine Zerrung. Und ich bin so oft eingetragen im Fitnessstudio als Personal Trainerin. Ich muss meine Schichten wahrnehmen. Okay, kein Thema, aber... Boah, super. Bitte. Ja, das ist doch genial. Ja, warte, pass auf. Also du darfst wirklich nur eine Pille pro Tag nehmen, ne? Bei einer Pille ist das sehr gut gegen deine Schulter, aber sonst ist es nicht so super. Okay, ja, okay, dann ist gut. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Fabienne, na, sind wir start? Ja. Hi. Na? Ja, wollen wir los? Ja, können wir. Wo ist denn Alex? Der trainiert oben weiter, der will die Kleine aus der Sauna noch klar machen. Oh, der ist doch schon völlig fertig, der benimmt sich doch nur. Nein, lass dir doch mal seinen Spaß. Also das ist so eine Powerfrau, die macht den bestimmt eh platt. Ach Quatsch, ey, ich bin gespannt, wie die Story diesmal endet. Fit, komm, ha? Los geht's hier. Ich erzähle nichts Neues. Ich suche immer nach Frauen, die fit sind, aber ich finde sie nie. Und jetzt habe ich eine. Spaß. Jetzt laber nicht rum, jetzt mach's selber. Ich stehe auch auf fitte Männer, also zeig mal, was du drauf hast. Oh, ist doch kein Problem. 4x15 war das, gell? Oh, ja, kriegst du. Na, loco. Schau, pass auf. Komm, los ich drücke jetzt. Heute ich drücke noch? Jetzt. Hallo? Ja, ich drücke jetzt. Ich werde jetzt gleich drücken. Ich und muss sogar noch die komm, Beine hochschauen. Meine Großmutter kann mehr. Jetzt mach's nicht ganz so spannend. Okay, komm. Ja, eins, und los. Zwei. Drei. Und hoch vier, damit. Fünf. Sechs. 9. Bitte was? 10. Du siehst nicht gut aus. Geht's dir gut? Was ist denn das? Warte, es geht ja gleich weiter. Wie sieht es heute Abend aus mit dem Date? Nach der schwachen Leistung? Ja. Da muss aber noch einiges kommen. Komm.
Auf die Bank und weiter geht's. Klar. Wenn ich mir dann ein Date verdiene, dann mache ich das locker. Pass auf. Erzähl nicht, mach! Okay, und. Heute sag mal, geht's dir noch gut? Ja, natürlich. Gut, ja? Hilfe da, sag das ist nur so heiß hier, deswegen. Mhm. Vielleicht auch wegen dir, wer weiß. Oh Gott, 13. Ich glaube, du brauchst gleich eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Kann das sein? Nein, nein, du siehst nicht gut aus. Ich sehe das durch. Ich halte das lock. Das ist doch gar nichts für mich. Das Date kommt 15. Ich glaube, du hast nur eine große Klappe. Komm, ja. 15 habe ich geschafft. Was willst du denn mehr? Ich muss sagen, das Date hast du dir auf jeden Fall verdient. Was sagst du, 19 Uhr? Ich hole dich ab, wir gehen essen. Und danach schauen wir mal vielleicht zu mir oder zu dir. Nix da. Ich stehe auf fitte Männer, habe ich gerade gesagt. Also wir treffen uns hier. Das ist unser Date. Du meinst hier nochmal trainieren, oder was? Ja, selbstverständlich. Hey Mann, was für eine Frau. Richtig viel Power. Genau mein Ding. Ich weiß, es wird schwer, sie rumzukriegen, aber trotzdem. Ich liebe Herausforderungen. Hallo Frau Sommer, Pecker hier. Ich wollte Ihnen kurz Bescheid geben. Ich habe blöderweise meine ganzen Unterlagen, Aktentasche etc. im Chat vergessen. Bitte kümmern Sie sich schnellstmöglich darum, dass das Zeug zu mir kommt und rufen mich dann an. Alles klar, einen schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao. Danke dir. Gibt es Probleme da jetzt, oder? Na, es ist nicht so schlimm. Alles gut. Meine Sekretärin ist zwar ein bisschen unzuverlässig geworden, seitdem sie ihr Kind hat, aber das kriegt sie schon auf die Reihe. Die wird sich schon melden. Mhm. Alles gut. Aber sag mal, wie bist denn du eigentlich zum Modeln gekommen? Ach, du, ich bin damals im Schwimmbad von einem Starfotografen entdeckt worden. Und du, seitdem ging das einfach nur immer steil bergauf. Also inzwischen mache ich auch nur noch absolute High-Class-Sachen. Ja? Wow. Also ich meine, für alles andere bin ich mir auch wirklich zu schade. Cool. Mhm. Und kann man davon leben? Also, was für eine Frage. Natürlich, das will ich ja nicht machen. Oh, okay. Für eine Villa reicht's nicht, aber ich bin auf dem besten Wege. Hm, hört sich doch gut an. Mhm. Und bei dir? Wie läuft's bei dir? Ja, ich habe halt irgendwann mal mein Hobby zum Beruf gemacht, habe mich immer schon für Fußball interessiert und einmal ist viel unterwegs, verschiedene Ligen, verschiedene Länder, neue Talente irgendwie am Scouten. Und wenn man da mal wieder einen dicken Fisch an Land hat, dann passt es. Also man kann da schon ziemlich gut leben davon. Aber weißt du was, wir können da gerne mal irgendwann in der nächsten Zeit mal ein Wochenende nach La Palma fliegen. Ich habe da eine kleine Finca, eine Yacht, machen wir einen Tagesausflug nach Casablanca. Wäre das was? Ja, klar, also. Ja? Ja, cool, ja, gerne, ja, ja. Ja. Das machen hört wir. Sich auch gut an. Heute ist mein Glückstag, ich hab's doch gewusst. Ey, der Pekka, der sieht gut aus, der ist erfolgreich, der hat richtig viel Kohle, ist Spielerberater und schwul ist er anscheinend auch nicht. In welchem Hotel kann ich dich denn jetzt dann absetzen, oder? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weißt du, ich habe meine ganzen Sachen im Chat vergessen, inklusive Buchungsbestätigung, Kreditkarten, Geld, Portemonnaie, Unterlagen, alles. Ich glaube, ich werde mir heute Nacht eine Parkbank im Englischen Garten suchen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, was soll ich denn machen? Du kannst doch nicht draußen schlafen im Englischen Garten, hallo? Ja, die werden mich schon nicht klauen. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Ja, dann kommst du mit zu mir, würde ich sagen. Ernsthaft? Na klar. Klar, bin ich dabei. Dann? Okay, dann mal rennen in den guten Wagen. Ja, Ladies first. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, so macht man das. Mein Millionär ist mir auf den Leim gegangen. Gut so? Ja. Du Süße. Ich find's übrigens total scheiße, dass dieser Paolo dir Doping angeboten hat. Ich meine, du weißt überhaupt nicht, welche Nebenwirkung dieses Zeugs hat. Ja, du, ich verstehe dich schon, aber meine Schulter, die tut so weh. Ja, glaube ich dir. Aber weißt du was? Ich habe von meiner Oma noch Tigerbalsam im Zimmer. Ich hol's schnell und reib dich damit ein, okay? Ja, okay. Dianas Ökoschmiere hilft mir bestimmt nicht. Und eine blaue Pille wird mich bestimmt nicht umbringen. Check it out. Rare food.
what you're about. Tada, tada, das Wundermittel. Yeah. Was hast du da genommen? Das sind nur Magnesiumpillen. Okay. Aber die bringen bei mir gar nichts mehr irgendwie. Was ist mit dir los? Ernst? Muskelkater. Hast du übertrieben, hä? Nee, sie hat mich richtig rangenommen. Die Marie. Oh. Aha. Oh mein Gott. Oh, und heute Abend will sie nochmal. Ich glaube, sie ist nicht so abgeneigt, Mann. Ach. Na, dann Glückwunsch zu deiner neuen Eroberung. Ja, schlicht. Hast du Wasser oder sowas? Hallo? Bitte. Paul ist Ach. Ey, ich weiß gar nicht, wie du noch an Sex denken kannst. Du bist doch voll fertig. Bei dir tut doch jeder Pizza weh. Hör doch auf. Keine Ahnung, ich muss bis heute Abend wieder fit werden, auf jeden Fall. Hier, du weißt, ey. Hallo, wie viel willst du noch nehmen? Ich muss bis heute Abend fit werden. Es muss reichen, ich habe endlich Muskelkater. Kannst auch übertreiben. Oh. Oh. Ups. Hey. Geil. Habt ihr Bock auf Eis? Na klar, da sage ich nicht nein. Eis. Geht doch auf mich. Scheiße, Alex hat 4 Pillen auf einmal geschluckt. Aber naja, so schlimm wird schon nicht sein. Hoffe ich zumindest. So, da wären wir. Ich bin ja mal gespannt. Hinein spaziert. Alter Schwede. Da schau mal einer an. Gefällt's dir? Ich bin beeindruckt. Wohnst du hier ganz alleine? Oder ein bisschen groß für einen allein? Ja, ach, weißt du, ich bin ja für meine Fotoshootings überall unterwegs auf der Welt, ne? Und ich habe natürlich mehrere Wohnungen und ich habe mir jetzt hier 4 Untermieter mit reingeholt, weil das steht sonst ständig leer. Naja, verstehe ich. Wäre ja schade drum. Ja. Und erstmal Fakten auf den Tisch. Was verdient man als Model? Was bleibt da hängen? Naja, also für die Finca und die Yacht reicht es jetzt noch nicht ganz. Okay. Aber das Sommerhäuschen im Süden, das ist auf jeden Fall in Planung. Nicht schlecht. Mhm. Und du hast doch bestimmt auch Fotos oder Setkarten von dir, die ich mir mal anschauen kann. Klar, ja. Ach, aber die habe ich jetzt in einer anderen Wohnung. Hm. Aber du bist ja jetzt sowieso gerade hier. Mhm. Na, was hältst du denn von einer kleinen Privatvorführung? Bleib man da schon wieder stehen. Mal. Was hältst du davon, wenn ich mir einfach einen heißeren Fummel anziehe? Hm? Ich bin gleich wieder da. Ja, dann werde ich doch da mal Platz nehmen und die Show gleich in vollen Zügen genießen. Jackpot! Ja, hey. Was machst denn du hier? Bist du eine von Julis Untermieterin? Okay. Ja, da hättest du doch mit unserem Auto mitfahren können, muss er nicht mit der S-Bahn fahren. Quatsch. Nee, du, ich fahr gern mit der S-Bahn. War super angenehm. Vor allem diese 4 Kilometer, die ich vom Flugplatz bis zur S-Bahn laufen durfte. Aber ich will dich auch nicht länger stören oder euch. Ich muss nur eine pokern. Dann. Wie pokern? Das ist ja cool. Da können wir zur dritten Runde zocken. Ich poker nicht aus Spaß, sondern ich bin Pokerprofi. Wow, okay. Ja, und was verdient man da so? Unterschiedlich. Also ich verdiene ganz gut, aber manche sogar Millionen. Aber vom vielen Reden verdiene ich kein Geld. Das ist sau interessant. Darf ich mir das mal angucken? Dir mal über die Schulter gucken? Ich störe euch nicht, versprochen. Ja, von mir ja? Aus. Ja. Cool, sau cool. Alex, was geht ab? Was geht mit dir ab? Heute Morgen noch so voll kaputt und jetzt auf einmal? Ja, kontinuierliches Training und Willenskraft. Und natürlich motiviert durch die Aussicht auf eine richtig geile Belohnung, ey. Alex, Respekt.
Nach heute Vormittag hätte ich nicht gedacht, dass dich ich hier noch mal wiedersehe. Ich dachte, ich muss einen Krankenwagen für dich rufen. Nee. Das Date lasse ich mir nicht entgehen. Ich habe mir was überlegt. Und okay, zwar, schieß los. Wir machen ein Spiel draus. Okay? Ja. Wenn du gewinnst, kannst du dir wünschen, was du willst. Und wenn ich gewinne, dann wünsche ich mir, was ich will. Weißt du was? Da setze ich doch noch mal einen drauf. Wenn du gewinnst, darfst du dir alles wünschen, was du willst. Okay, aber die Bedingung ist, dass du 15 Wiederholungen mit 70 Kilo schaffst. Und diesmal, mein Lieber, ohne schlapp zu machen. Heimspiel. Locker. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Perfekt. Das geht ja einiges besser als heute Vormittag. Ja. Sieben. Was geht mit dir? Das ist super. Okay. Geht bei dir alles so schnell bergab? Ja, natürlich nicht. Neun. Zehn. Jetzt nicht schlapp machen. Was ist denn das, ha? Zwölf. 13. Wow. 14. Nicht schlapp machen. Läuft, läuft, läuft. 15. Bitte sag mir, dass das da dein Handy ist. Kennst du eigentlich schon meinen Kumpel Paul, ne? Genau, sag da mal, an der Bar. Hi. Was? Hey, ich denke, ich komme gleich, gell? Ich gehe nur kurz in die Umkleide, werf mein Handy rein und dann bin ich wieder da für dich, okay? Scheiße, wieso habe ich denn jetzt einen Ständer? Shit! Fuck! Ich habe einen Ständer, Mann? What the fuck? Wieso und woher kommt der auf einmal her, hey? Ich habe an nichts gedacht. Ich bin mir sicher, dass ich Pekka auch in einem Kartoffelsack rumkriegen würde. Aber vielleicht ist er ja mein Sechser im Lotto. Und deswegen brauche ich das ultimative Killer-Outfit. Pekka? Der Typ ist abgehauen. Ich bin so blöd, ey. Warum habe ich mir den nicht eben geschnappt, als er noch da war? Kannst du mir mal erzählen, was du da abziehst? Was soll denn das? Ich habe schon kleinere und hässlicher gesehen. Der ist ganz okay. Natürlich ist der ganz okay. Das einzige Problem ist, dass er nicht mehr runtergeht. Und 20 Stunden. Der Typ gibt keine Ruhe mehr. Na, wie viel brauchst du denn? Ja, 1500. Ja, ich kann dir was leihen. Ist das krass? Absolut im Minus, ey. Der Typ ist komplett bankrott. Alex, ich hab die Kühlfest geholt. Du bist